Dann hat schon Herr Habeck und nachher auch Herr Scholz gesagt, da sind Menschen mit Umsturzfantasien auf der Straße und da müssen wir unterbinden. Und ich denke, das hat der Achte gezeigt, dass es nicht so ist. Es sind keine Umsturzfantasien. Wir wollen einen Richtungswechsel in der Politik. Es wird aber sicherlich auch so bleiben, dass die anderen Berufsgruppen weiter auf die Straße gehen werden, weil sie sagen, hier, bei uns läuft vieles falsch. Wenn ich mal so gucke, was du im Jahr 22 an Subventionen bekommen hast. Am Ende kommen wir auf, jetzt runde ich mal um 4 Euro auf 55.900 Euro, die du an Subventionen kriegst. Dann sagt natürlich jemand, auch wie ich, naja, das ist ein Jahresgehalt. Und das kriegst du eigentlich, da hast du noch nichts getan bis dahin. Außer Fläche, die du hast. Sehe ich das völlig falsch? Das siehst du falsch. Ein Glas mit Lars, oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und des GA. Locker schnacken, nicht lange schneiden, ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Jens Soken sitzt mir gegenüber. Beruf? Landwirt. Ihr sagt immer Landwirt, Bauer nicht, ja. Ne? Ja, Bauer ist auch okay. Ja. Vom Alt her ist es so, der Bauer ist der Besitzer, der Landwirt ist eigentlich der Arbeiter. Also im Prinzip wäre Bauer das Höhergestellte. Aber es hat sich eigentlich in der Gesellschaft Landwirt etabliert. Aber komischerweise sind, da sind wir auch schon fast im Thema, die Bauernproteste und nicht die Landwirteproteste. Weil es zu sperrig ist oder weil wir Medien uns das halt so ausgesucht haben? Ich denke, weil die Medien sich das ausgesucht haben und da hat sich eine schöne Marke draus entwickelt. Und das sieht einfach besser aus als Landwirteproteste. Erstmal schön, dass Sie, du, wir haben gerade eben so halb, also dieses Format, dieses Glas mit Glas, wir trinken übrigens Wasser, wird dann schnell auch so ins Du, weil es ein einfacheres Sprechen ist. Nichtsdestotrotz, du hast mich angerufen, hast gesagt, Leute, da wird da ein bisschen falsch berichtet und da muss was klargestellt werden und die Landwirte sind gegen euch. Und dann bin ich gleich an die Decke, aber pass mal auf, es ist nicht meine Aufgabe als Zeitung, euch nach dem Mund zu reden. Und dann haben wir auch sofort eine Ebene gefunden und haben gesagt, dann plaudern wir doch mal darüber. Heute, für alle, die den Podcast jetzt hören oder sehen, es ist der 25. Januar, wir hatten heute die Landwirte bei uns, die sich über unsere Berichterstattung aufgeregt haben und unter anderem gesagt haben, naja, vieles passt uns nicht, was ihr schreibt. Ich sage, es ist auch nicht meine Aufgabe, es für euch passend zu schreiben. Wie hast du die Medien in den letzten Tagen durch die Bauernproteste und auch durch die Proteste, immer ganz wichtig, sind ja nicht nur Landwirte, die dabei sind, Speditionen, Mittelstand, Pflegekräfte, viele Einzelne. Wie hast du die wahrgenommen? Sehr einseitig gegen euch? Ausgewogen? Also was jetzt gerade die OZ angeht, würde ich sagen, mindestens ausgewogen. Ich lese die OZ selber und durch über die ganze Zeitung hinweg betrachtet, aus dem hohlen Bauch raus würde ich sagen, von 5 Artikeln waren 4 gut geschrieben und einer war nicht positiv für uns geschrieben. Es sind sicherlich fachliche Mängel drin, aber dafür ist unsere Thematik dermaßen speziell, dass das ein Redakteur auch nicht aufarbeiten kann. Was er sollte. Was er vielleicht sollte, aber es ist halt einfach auch wahnsinnig kompliziert. Aber das sind halt Sachen, ja, deswegen ruft man an und sagt, da müssen wir drüber reden. Das ist nämlich eigentlich der Weg. Ich finde ja auch toll, dass wir reden können. Wenn du sagst 4:1 oder gut geschrieben, dann sage ich natürlich als Redakteur, es ist auch nicht meine Aufgabe, für dich gut zu schreiben oder für die anderen gut zu schreiben. Es gibt natürlich auch Leute, wir hatten heute das Gespräch, und das sind keine Bauernproteste, das sind Bürgerproteste. Da würde ich wieder sagen, das ist zu verallgemeinern. Ich glaube, es gibt ganz viele Bürger, deren Protest es nicht das ist, was ihr macht. Also es sind am 18. Dezember kam die große Ansage von unserem Bauernpräsidenten Herrn Rugwied. Ja, der Agrardiesel und die Kfz-Steuergeschichte, die darf nicht fallen. Das müssen wir jetzt folgend angehen. Und da war es der Bauernaufstand bis vor Weihnachten. Nach Weihnachten kamen immer mehr Mittelständler auf uns zu und haben gesagt, ey, ihr macht richtig Rabatz. Das ist gut so, wir müssen mitmachen, weil in unseren Branchen läuft es auch nicht gut. Und daraufhin haben wir auch immer gesagt, wir laufen los, wir nehmen euch gerne mit. Ich sage jetzt Mittelstand, ländlicher Mittelstand, aber jeder steht für sein Thema.
Es ist ganz wichtig, dass ich natürlich jetzt nicht für den Gastronomen irgendeine Podiumsdiskussion eingehen kann, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Sondern wir Landwirte stehen für uns, aber lass uns das zusammen machen, damit wir noch mehr Gehör kriegen. Bis zum 8.1. ist das Ganze noch sehr dominant von den Landwirten gewesen. Wir wurden medial stark versucht, in eine rechte Ecke reinzuschieben. Überregionale Medien haben versucht, die Landwirtsproteste rechts darzustellen. Viele waren sehr vorsichtig, was passiert da gerade. Und ich denke, der 8.1., also der erste große Tag, wo wir Landwirte deutschlandweit richtig aufgetreten sind, hat dann klar und deutlich gezeigt, okay, das sind doch demokratische Menschen, die sind vernünftig unterwegs, die haben die Demos ordnungsgemäß angemeldet, sie haben sich im weitesten Sinne ordnungsgemäß verhalten und da ist nichts mit rechts und sie schaffen es sogar auf mehreren Demos, angemeldeten Demos, Menschen klar des Feldes zu verweisen, die rechte Vorgaben verbreiten wollten. Aber glaubst du nicht, dass ihr euch selbst jetzt so dieses Mantra auferlegt, wir werden in die rechte Ecke gedrückt? Ich hab das nicht so erlebt. Was ich allerdings auch bei uns in der Zeitung und natürlich zu Recht erlebt habe, wenn dort nachweislich rechte Strömungen auflahmen oder völkische Symbole gezeigt werden, dann ist es unsere Aufgabe natürlich zu erklären, das ist es. Man kann dem hinterherlaufen, das ist mir auch völlig egal, also völlig wertfrei. Sonst kommentieren wir das. Und da wir natürlich auch genauso wie ihr von einem demokratischen Grundverständnis ausgehen, kommentieren wir das auch natürlich in diesem Fall pro Demokratie. Durchaus auch mal mit einer Spitze dabei. Das sind aber Kommentare. Ich glaube halt gar nicht, dass man es in die rechte Ecke. Ich finde auch den Begriff rechte Ecke. Also es gibt eine linke Ecke und eine rechte Ecke. Früher war jeder CDU-Politiker, saß halt rechts. Und ich glaube, sobald die Radikalität da reinkommt, dann wird es gefährlich. Aber wir hatten jetzt nun mal auch bei uns in Ostfriesland eine Demo, die nicht von den Landwirten war, was wir auch sehr deutlich beschrieben haben, wo allerdings natürlich auch gesagt wurde, die Politik darf nicht reden. Dann waren auf einmal doch Politiker der AfD dabei. Dann hieß es aber, ja, die sollen sich dann aber nicht äußern. Aufgabe der Zeitung ist das ja natürlich aufzuschreiben und zu dokumentieren. Und trotzdem hieß es dann, ihr stellt uns alle in die rechte Ecke. Und ist das, weil das halt so voller Emotionen ist, dass man das schnell und gerne sagt, heute bei der erste Landwirt, der hat mir auch Lügenpresse vorgehalten. Es war ein tolles Gespräch. Es war anstrengend, da gebe ich dir recht. Du musst natürlich lange mit denen sprechen. Also warum sagst du das? Er hatte dann irgendeinen Zeitungstitel was gemacht haben soll. Du kannst doch nur mit mir über meine Zeitung sprechen und nicht über andere Zeitungen sprechen. Ich habe dann, gebe ich zu, vielleicht nicht so tolles Beispiel, ich kenne auch einen Landwirt, der sich nicht ans Tierwohl hält. Aber deshalb bist du doch für mich nicht automatisch ein Tierquäler. Wieso wird das so schnell pauschalisiert oder verallgemeinert? Also es ist tatsächlich sehr emotional hochgekocht. Die Bundestagsabgeordnete Spalleck hat über X, heißt es jetzt ja, veröffentlicht, vernünftige Bauern lassen den Trecker stehen. Also im Vorfeld des 8., ich glaube 4. oder 5. Januar muss es gewesen sein, vernünftige Bauern lassen ihren Trecker stehen und stellen sich lieber gegen Rechtsradikalismus auf. Das suggeriert natürlich jedem, der das liest, derjenige, der jetzt wirklich am 8. mit dem Trecker losgeht, der ist rechts. Und das sind Aussagen von gewählten demokratischen Menschen, die im Bundestag sitzen, wo mir persönlich die Hutschnur platzt, wo ich sage, da werde ich auch emotional und da werde ich auch sauer. Sowas darf nicht sein. Und diese Aussagen sind im Vorfeld gekommen. Dann gab es die Geschichte in Schüttlersiel, wo Herr Habeck, er ist von einer privaten Reise gekommen. Da darf sowas eigentlich nicht passieren. Da bin ich absolut derselben Meinung. Aber dieses Thema ist dermaßen aufgebauscht worden, wo die Polizei von vornherein gesagt hat, Moment mal, so schlimm war das hier alles nicht, was ihr gerade gesagt habt. Wir reden nicht von Gewalt, wir reden von aufgeheizter Stimmung. Und da sind wir uns noch nicht mal sicher, ob es Landwirte waren. Da hieß es der Bauernmob und der Mähdrescherpöbel und was wurde da nicht alles medial? Also ich hätte die Fähre auch nicht verlassen. Alles richtig. Ich kenne auch gedacht, Leute, da ist jetzt eine Grenze überschritten, das geht
Das geht nicht? Überhaupt nicht. Haben wir auch gleich gesagt, das ist gerade wenn ein Politiker auf privater Mission unterwegs ist, Politiker dürfen zu Hause nicht angefahren werden und wenn sie im privaten Urlaub sind, dann gehört es sich auch nicht, sie anzufahren. Ich hätte es auch lieber gesehen, wenn der 80 Trecker im Hintergrund gestanden hätten zu blinken und er hätte da einfach vorbeifahren müssen, bin ich ehrlich. Aber es ist hochstilisiert worden. Und dann hat schon Herr Habeck und nachher auch Herr Scholz gesagt, da sind Menschen mit Umsturzfantasien auf der Straße und da müssen wir unterbinden. Und ich denke, das hat der Achte gezeigt, dass es nicht so ist. Es sind keine Umsturzfantasien. Wir wollen einen Richtungswechsel in der Politik. Wir sagen nicht mal, die Ampel muss weg. Natürlich sind da welche bei, die sagen, die Ampel muss weg. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir wollen eine besser orientierte Politik, dass die Politik wieder bei uns ankommt. Und das hat der Mittelstand mit aufgenommen. Und seit dem 8. läuft der Mittelstand, sei es die Handwerker, sei es die Logistikbranche. Es sind die Pflegekräfte ganz stark. Es sind die Gastronomen, die sagen, wow, ihr Bauern, ihr hattet salopp formuliert, den Arsch in der Hose loszulaufen. Und ihr hattet genau recht. Jetzt müssen wir mitlaufen. Aber dann, den Politikwechsel möchten auch die Klimakleber und die kleben sich dafür auf. Als dann der Vergleich kam, hieß es gleich, ihr könnt uns doch nicht mit denen. Das ist doch dann auch ein legitimes Mittel, indem sie sagen, wir möchten auch einen Politikwechsel. Demokratie funktioniert ja nun mal auch ein bisschen anders. Natürlich habt ihr, euer Argument ist natürlich auch unter anderem der Traktor, der ist sichtbar. Als wir heute die Leute da hatten, es waren glaube ich 9 Menschen, habe ich auch gesagt, ihr seid also Landwirte, weil da standen für mich sichtbar zumindest im Augenblick 5 Traktoren. Nein, ich bin kein Landwirt. Okay, ich bin Lohnunternehmer. Okay, aber für mich ist die Sichtbarkeit, da stand jetzt nicht am Traktor dran, ich bin Lohnunternehmer. Mhm. Damit habt ihr eine Sichtbarkeit. Demokratie heißt aber, dass man miteinander redet, dass man nicht mit dieser Art, und doch, nein, stopp, ich muss mich gerade korrigieren. Natürlich heißt Demokratie auch, ihr dürft mit den Mitteln, die ihr habt, draufgehen. Aber warum wart ihr dann so sauer, als man euch mit den Klimaklebern auf eine Seite gestellt hat? Legitimes Mittel, um eine Politikveränderung zu machen. Weiß ich nicht. Also, nee, ich fange ja auch an, schon nicht jetzt zu pauschalisieren. Ich glaube, ganz viele haben das sogar einigermaßen schmunzelnd entgegengenommen und haben gesagt, im Prinzip ist der Vergleich nicht ganz so abwegig. Er ist nur in einem oder in 2 Punkten ist er abwegig. Der Trecker ist mobil. Und wenn wirklich was ist, wird der Trecker zur Seite gefahren. Und der Klimakleber klebt sich fest und dem ist es in der Situation, wo er da klebt, ist es ihm egal gewesen, was vor ihm passiert. Wobei es war auch, wenn du in die Szene reingehst, einer war immer dabei, der war nicht geklebt, den hätte man die Rettungsgasse machen können. Wenn 80 Landmaschinen zusammenkommen, kann es auch da schwer werden. Kann es schwer werden, völlig klar. Aber ab dem Moment, wo die Klimakleber anfangen, sich vom Kleber zu lösen und mit Farbpatronen Gemälde kaputt machen, Sachen stürmen, das Brandenburger Tor zuschmieren. Wir sind ja auch nicht mit dem Trecker rückwärts rangefahren und haben mit dem Güllefass das Brandenburger Tor beschmiert. War ein schönes Bild beim Postillon. Es gab schon Mist auf der Straße. Aber das kann man wieder zusammenfegen. Das ist keine Sachbeschädigung im klassischen Sinne. Und da ist, glaube ich, der Unterschied drin. Und das ist darauf auch ganz einfach resultierend. Wenn wir Landwirte etwas Schlimmes ausfressen, sind wir alle privatrechtlich haftbar. Und wir haben alle einen Hof dahinter stehen und der wird uns unterm Hintern weggeklagt. Und der Klimakleber, der ist so strukturiert aufgebaut, dass er vorher alles abgegeben hat, bevor er in den Protest geht, weil man kann ihm nichts nehmen. Und deswegen ist da eine Egalstimmung. Und die ist bei den Landwirten tatsächlich nicht. Wir Landwirte haben Angst um unsere Existenz von unseren Familienbetrieben. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Ebene. Und wir Landwirte, wir produzieren Nahrungsmittel für die Gesellschaft. Und ich glaube, das haben wir auch der Gesellschaft vermittelt. Ich glaube, wir haben gar nicht über die Klimakleber geschimpft. Aber ich denke, wir haben der Gesellschaft vermitteln können, dass wir für die Gesellschaft auch mit unterwegs gehen. Jetzt gibt es natürlich, also nicht jeder steht hinter euch, das zählt auch zu weit. Es gibt viele, die sagen, das nervt mich jetzt, das kann es auch nicht sein. Ich bin nicht für diese Proteste, es geht mir mittlerweile auf den Geist. Mir kommt allerdings so vor, als wenn das auch dann vom Großteil, wir sprechen da jetzt ganz anders, nicht geduldet wird. Das muss man doch mal weglassen. Oder das ist ja nur ein Ausnahmefall. Glaube ich gar nicht. Was mich so erschrocken hat in vielen Gesprächen, die ich auch selbst geführt habe, ist, dass wenn ich Leuten gesagt habe, dann sag das doch öffentlich, ich traue mich nicht, ich habe Angst vor der Rache der Landwirte. Das muss dir doch zu denken geben, oder? Dass du sagst, wow, sind wir schon so weit, dass die Leute Angst haben? Nicht du.
Ich glaube aber auch, dass das ein falsches Bild ist. Ich denke, das ist tatsächlich aus dieser Zeit vor dem 8.1., wo es wurde massiv versucht, uns in eine radikale Ecke reinzuschieben. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich überhaupt losgelaufen bin. Ich hatte eigentlich mit diesem Thema Demonstrationen und ich stelle mich vorne hin und mache irgendwelche Ansprachen, da hatte ich mit abgeschlossen. Aber als dann anfing, dass der gesamte Berufsstand in eine rechte Ecke reingeschoben wird und dass es auch anfing zu, dass sich viele Landwirte selber hinterfragt haben, ist es richtig, dass wir da mitgehen? Da habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ja, es ist richtig, weil wir müssen viele sein, damit jeder, damit die breite Masse, die Demokraten auch wirklich losgehen. Ich habe es da eine Zeit lang formuliert, wir müssen zusehen, dass wir 250.000 Leute auf die Straße kriegen. Dann fallen die 20.000, die nicht zur Landwirtschaft gehören und die dieses rechte Gedankengut, rechtsradikale Gedankengut haben, die fallen dann nicht auf. Wenn wir anderen 225.000 Leute zu Hause bleiben und nur 20.000, 25.000 rechtsradikale oder linksradikale Spinner losziehen, dann wird es gefährlich. Jetzt nehmen wir Ostrauder Feen. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es ist eine überproportional laute Gemengelage, die ihr noch mitnehmt. Ich will jetzt gar nicht mal von Rechtsradikalen sprechen, die aber sehr laut sind. Lass uns mal an Ostrauder Feen erinnern. Kevin Kühnert, ja. SPD-Generalsekretär, war dort, kam dort an. Ich kam dazu, also heute wurde auch gesagt, die Straße war nicht gesperrt, ich bin nicht, konnte nicht vorfahren. War jetzt auch nicht schlimm, ich habe an der Seite geparkt. Und ich glaube, du bist nach vorne gegangen, hast gesagt, der wird gleich, kommt, fährt gleich vor, hält hier an und spricht dann mit uns. Das Erste, was kam, war, wieso geht er nicht zu Fuß? Also, wo ich schon sage, es war auf einmal eine ganz andere Tonalität. Da bist du noch reingegangen, hast gesagt, bleib mal locker. Aber natürlich verbindet man das auch als Beobachter, der ich in diesem Moment bin, schon mit einer etwas aufgeheizteren Stimmung. Dann saßen wir drin, als Zeitung muss man vielleicht erklären, konnten wir einen Schritt näher dran. Es war der Neujahrsempfang der SPD. Und dann sitze ich da in diesem Raum und von hinten wird dagegen geschlagen. Ich weiß, Kevin Kühnert hat sich für dich und vier weitere Landwirte Zeit genommen. Und auch da wurde dagegen gehämmert. Du hast dann auch noch gesagt, das sind nicht unsere Leute. Ne? Und es war dir auch, glaube ich, etwas unangenehm. Aber ist es dann nicht dahin, dass LSV war Einlader, du warst Einlader, Organisator, sagen müssen, Leute, ich nicht die Polizei, ich spreche euch jetzt, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Hättest du da nicht konsequenter sein müssen? In gewisser Weise ja, ich habe dieses, also... Ich fand das erschreckend. Das war eine Situation, die nicht nur unangenehm, sondern die mir überhaupt nicht passte, die da vor Ort waren. Wir hatten halt uns ja kurzfristig LSV Emsland Nordhorn, LSV Ostfriesland, weil es halt genau auf der Grenze war, hatten wir uns kurzzeitig zugeschmissen, hey, Kevin Kühnert kommt, lass uns doch einfach präsent zeigen. Vielleicht haben wir Glück und er redet sogar mit ein paar von uns. Das war das Landwirtsdenken. Wir haben das spontan in die Gruppen eingeführt und waren selber völlig überrascht, wie viele Fahrzeuge auf einmal aufrollten. Waren auch überrascht, dass halt viele Nicht-Trecker dabei waren. Was aber im Prinzip völlig okay ist, dass die Handwerker, dass die Lkw-Fahrer auch mit dabei sind. Dann habe ich im Hintergrund einen Spiegeleierstand aufgebaut, weil wir eigentlich immer zu so einer Geschichte auch irgendwo, da kommen Leute von weiter weg, eine Kleinigkeit essen, ein Glas Cola oder ein Wasser trinken, das gehört irgendwo mit dazu. Und auf einmal hörten wir, Theo und ich, die das mit organisiert hatten, hörten wir die Gemengelage vor der Tür, wie es in Wut, in Schimpfwörter überging. Wir dachten, Kevin Kühnert kommt. Und wir hin. Und dann sahen wir, wie die Leute da wirklich am Schimpfen waren und am Ausrasten waren. Wir aber auch gleich reingeguckt hatten und gesagt, da ist kein Landwirt dabei. Das war kein Landwirt in dem Moment. Und wir wussten auch nicht, wo die hinkommen. Und diejenigen Landwirte und auch die Mittelständler, die man ja mittlerweile auch kennt, wir haben uns alle angeguckt und sagen, was passiert hier gerade? Und dann habe ich dem Klaus aus dem Emsland und Theo und ich, wir müssen ganz schnell reden, sind rausgegangen, haben uns beredet, wir müssen aufpassen, hier passiert gerade was, was wir überhaupt nicht wollen, was überhaupt nicht unser Ziel ist. Eine Reporter, der vor Ort war, kam gleich auf uns und sagte, die kenne ich, die habe ich schon mal gesehen, die haben nichts mit euch zu tun. Und da war für mich schon klar, hier müssen wir echt aufpassen. Und wir haben ein paar Landwirte zusammengezogen und haben gesagt, wir müssen hier aufpassen, dass hier nichts schief geht. Wir müssen dann im Notfall auch gegen angehen. Wir haben aber einen riesen Fehler gemacht. Das war aber aufgrund der Spontanität auch nicht anders möglich. Wir hätten diese Demo anmelden müssen.
Und das war halt, weil es eine spontane Geschichte war, eine unangemeldete Spontandemo. Und somit hatten wir auf öffentlichem Grund keine Möglichkeit, die Leute des Platzes zu verweisen. Wenn wir eine eigene angemeldete Demo machen, dann können wir sagen, Herr Polizist, dieser und dieser Mensch, den wollen wir nicht haben, bitte verweisen Sie ihn des Platzes. Aber warum mir kommt das wirklich so vor, warum fahren die dann bei euch in der Bugwelle mit? Und das, ich habe da jetzt noch keinen, wenn ich jetzt Cluster, noch keinen Linken gesehen, ja, der, auch wenn er eine ganz andere Meinung zu euch hat, da stand. Es ist oft aus dem etwas lauteren Publikum. Ich bin jetzt vorsichtig mit dem Begriff radikal, aber es war schon laut. Ich bin nach vorne gegangen, habe selbst kurz live berichtet und wurde gleich als Lügenpresse und es wurde halt kräftig. Ich habe ja zum Schluss auch selber die Schelte abgekriegt. Ich habe ja nach dem Gespräch mit Kevin Kühnert und Anja Trofschawatzki und Nico Blom waren ja mit dabei. Wir hatten da ja ungefähr eine halbe Stunde eigentlich ein relativ konstruktives Gespräch und war dann ja rausgegangen und habe dieses Gespräch wiedergegeben. Weil ich unseren Leuten das ja auch, weil wir denen das ja auch schuldig sind. Was haben wir überhaupt gesprochen da drin? Ja. Und dann sind wir von hinten, bin ich auch ja angegangen worden, was ich denn da für einen Müll erzähle? Wie kann ich das überhaupt so machen? Wie kann ich mit den Leuten reden? Und was ist mit den Rentnern? Und was ist mit denen so, wo ich sage, wir haben als Landwirte hier eingeladen zu dieser Geschichte und es sind auf einmal Bevölkerungsgruppen dabei, die wir überhaupt nicht angesprochen haben. Natürlich ist es jedem das Recht, zu sagen, uns passt diese Politik nicht, aber nicht in dem Ton, nicht beleidigen. Ist ja auch, und ich bin auch dafür angegangen worden, weil ich gesagt habe, es ist eine Bauerndemonstration. Hast du auch gesagt, es waren nicht nur Bauern da. Also ich komme dazu, du hast selbst gedacht, es sind Landwirte da, es ist deine Demo, dann gehe ich natürlich auch vom Bauern. Also ich mache keine Abfrage, ne? So, wer gehört denn jetzt? Nein, aber das hätte man, denke ich schon, dass man das relativ schnell mitgekriegt hat. Und wir haben es auch von Anfang an ja gesehen, anhand den Fahrzeugen, die da logischerweise waren. Und wir haben auch am Publikum sehr schnell gesehen, dass da der Anteil an Nichtlandwirten sehr hoch war. Und das hatte ich dir da ja irgendwie so über das erste Telefonat mitgeteilt, dass ich diesen Facebook-Live-Auftritt von der Kommentation. Irgendwo unglücklich fand, weil du halt zeigst, ja, die Bauern sind da und die schreien und die sagen hier Lügenpresse und die Bauern. Weil das waren nicht die Bauern. Wobei, kurz relativiert, also man kann sich das auf Facebook angucken. Ich habe natürlich nicht gesagt, die Lügen. Ich habe nur gesagt, da ist es, Kevin Kühnert ist drin, kommt nicht raus. Und dann kam sofort von kam, außen. Dann kam zu, von außen Lügenpresse. Das war das Publikum, sage ich wobei mal. Auch, und ich habe auch gelernt, man sagt jetzt Lückenpresse. Also er hat nicht Lügenpresse, ich meine, ich habe Lückenpresse das verstanden. Ich weiß nicht. Also ich glaube auch Lügenpresse ist nicht justiziabel. Von daher habe ich gedacht, das ist so ein anderes Ding. Wir haben ja gesagt, Agrardieselsubvention. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ich möchte jetzt mit was konfrontieren. Auch das haben wir oft gehört. Ne? Ihr sagt, Mensch, unser Diesel. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Soken, Geesthoff, wenn ich mal so gucke, was du im Jahr 22 an Subventionen bekommen hast, das kannst du mir schlecht. Die Basisprämie liegt bei 35.460 Euro, die Umverteilungsprämie bei 1.951 Euro, die Greening-Prämie bei 17.254 Euro und die Erstattung nicht genutzter Mittel der Krisenreserve bei 1.229 Euro, immer noch Komma irgendwas. Am Ende kommen wir auf, jetzt runde ich mal um 4 Euro auf 55.900 Euro, die du an Subventionen kriegst. Dann sagt natürlich jemand, auch wie ich, naja, das ist ein Jahresgehalt. Und das kriegst du eigentlich, da hast du noch nichts getan bis dahin. Außer Fläche, die du hast. Sehe ich das völlig falsch? Das siehst du falsch, weil nicht nur Fläche, sondern auch die Auflagen, die auf den Flächen behaftet sind. Ich muss die Fläche auch nutzen. Ich darf die Fläche nicht einfach besitzen. Sondern die Fläche muss mindestens einmal im Jahr gemäht werden, beziehungsweise beweidet werden. Es muss eine Nutzung vorliegen. Unter dem, das ist der Mindestanforderungszuspruch. Und das GAP-System, so heißt das Prämienauszahlungssystem ja, hat sich jetzt ja gerade auch überholt. Da haben wir Landwirte auch starke Einschränkungen, starke Rücknahmen bekommen. Das sind Zahlen von 23, wo würdest du da liegen? Für 23 sind wir bei plus minus 42.000 Euro im Betrieb. Okay, viel Geld. Das ist viel Geld,
ich bewirtschafte den, also wir haben 235 Hektar. Ja, vielleicht Hektar genau, Fläche. Aber zu sagen, was du für eine Fläche hast. Du hast kein genau. Milchvieh, du hast keinen Viehbetrieb. Wir haben keinen klassischen Milchviehbetrieb mehr. Wir haben mittlerweile eine Biogasanlage. Wir produzieren hauptsächlich Grassilage, 75% Grassilage, 25% Mais-Silage und setzen das Futter ein, um Biogas zu produzieren für die Stromproduktion und für Wärmeproduktion für die Nachbarn. Ja. Was nimmt dir jetzt die Regierung durch die Sparmaßnahmen weg? Und wo hat sie dein Leben in den letzten Jahren erschwert? Zur Wahrheit zählt ja auch, das ist nicht erst seit der Ampelkoalition. Genau. Auch vorher war da eine andere Partei an der Macht. Wo würdest du sagen, also ist es immer weniger geworden und jetzt war der Auslöser, da ging es nicht mehr? Erstmal ist, glaube ich, diese Gesamtsituation nicht auf meinem Betrieb alleine zu haften. Darum renne ich nicht los, sondern ich renne tatsächlich noch los für die gesamte Landwirtschaft. Dieses Prämiensystem ist in den 60er Jahren von der damaligen EG, Europäischen Gemeinschaft, eingeführt worden. Heute noch fair aus deiner Sicht oder nicht mehr fair? Das ist heute notwendig. Nicht nur fair, sondern es ist tatsächlich notwendig, weil das eine Art Gesellschaftsvertrag ist. Es geht darum, dass die Landwirte unterstützt werden sollen, um günstig Nahrungsmittel produzieren zu können für die Bevölkerung. Es geht darum, dass es ausreichend und genügend Nahrungsmittel für die Bevölkerung in der EU da sind. Und dass das überhaupt funktioniert, dafür gibt es die sogenannten Ausgleichszahlungen. Heute heißt es sogar offiziell Einkommensstützung. Das ist also quasi Hartz IV für Bauern, nenne ich es mal ganz stumpf. Und jeder Landwirt würde am liebsten darauf verzichten. Wir wollen diese Prämien eigentlich gar nicht. Wir wollen lieber einen Markt haben, wo wir regulär darauf arbeiten können. Wenn ich jetzt aber deinen Betrieb mal speziell nehme, und jetzt habe ich dich nur mal als Gesprächspartner, du produzierst ja hauptsächlich für deine Biogasanlage. Ja. Das heißt, dieser Generationenvertrag, der damals geschlossen wurde, um alle Welt zu ernähren oder uns zu ernähren, wird auf dich ja gar nicht zutreffen, oder? Wärst du der Erste, der darauf verzichten könnte, auf die Prämie? Der trifft auf mich nicht zu. Der Betrieb ist aufgeteilt. Es gibt einmal den landwirtschaftlichen Betrieb, der produziert das Futter. Der muss also für sich leben. Und dann gibt es die Biogasanlage, die produziert Strom. Ich könnte mir jetzt ja auch überall aus Deutschland einfach Futter zukaufen, könnte das irgendwo hinpacken und könnte das durch die Biogasanlage durchschicken. Aber wir achten darauf, dass wir im geschlossenen Kreislauf versuchen zu arbeiten. Wir wollen das regional im engeren Zusammenhang halten, damit das Ganze auch wirklich Sinn macht, auch aus klimatechnischer Sicht, und die Logik ist da einfach da. Und unser Betrieb ist so aufgestellt, dass wir knappe 70 Hektar Eigenflächen haben, der Rest ist zugepachtet. Und bei den Pachtflächen ist es natürlich so, dieses Prämienmodell ist ja sehr alt schon, dass der Verpächter ja weiß, wir kriegen die Prämie. Somit wird die Prämie bei den Pachtflächen schon von vornherein vom Verpächter angenommen und gesagt, okay, ihr kriegt ja die Prämie für den Hektar, somit wird die Pacht teurer. Könntest du existieren ohne die Prämien, die du jetzt, wenn ich dir jetzt zwei, du hast gesagt, du bist so bei... Der landwirtschaftliche Betrieb könnte ohne die Prämien zurzeit schlecht existieren. Schlecht heißt bankrott? Oder? Also ich könnte jedem Einkommen, ich will ja auch Bankrott ist falsch. Doch, ich glaube, ich könnte mein Futter im Moment gar nicht produzieren. Dieses Geld ist ja, erstmal mache ich den Betrieb mit meinen Eltern, mit meinem Vater zusammen. Also es müssen zwei Haushalte von dem Betrieb leben. Von diesem Geld müssen die Krankenkassen bezahlt werden. Dieses Geld wird auch versteuert. Also es bleibt lange nicht alles bei uns. Es geht ja auch noch wieder ein großer Teil zurück an den Staat. Das wird immer vergessen bei diesen Diskussionen. Und wir müssen ja, ich habe selber drei Kinder und eine Frau und meine Eltern leben von diesem Hof. Also sieben Leute müssen davon leben. Wir arbeiten mit unseren zwei Haupt-AK, also mein Vater und ich. Wir haben auch noch einen Angestellten, der kommt noch on top oben drauf. Arbeiten wir jeder ca. 3000 Stunden im Jahr. Und das runtergebracht, kommen wir auf einen Stundenlohn von knappe 10 Euro. Okay. Das heißt, also ich glaub, das wenn du dir selbst ein Gehalt zahlen würdest, wo würdest du da liegen? Kannst du das sagen? Also liegst du dann bei 3000 Euro, das ist so etwas, was du am Monat, wenn du ein Gehalt geben müsstest, auszahlen könntest? Kommt das hin? Das ist bei Landwirtschaften nie so zu sagen, weil der Landwirt lebt ja in der zukunftsorientierten Produktion. Es gibt diesen altertümlichen Spruch, wir erben den Betrieb nicht von unseren Vätern, sondern wir leihen uns den Betrieb von unseren Kindern.
Wir denken generationsweise weiter. Wir nehmen uns das Geld aus dem Betrieb, was wir zum Leben brauchen. Das restliche Geld wird in die Zukunft investiert. Es wird weiter gesehen, dass der Betrieb zukunftsfähig bleibt, um damit er in 50 Jahren auch noch lebt. Das hat sogar unser Landwirtschaftsminister letztens gesagt. Wir Politiker denken in Legislaturperioden, die Landwirte denken in Generationen. Wann wäre für dich der Protest beendet? Also eine Zeit lang waberte mal so rum, bitte diese schrittweise Abstufung der Agrardieselsubvention, das bitte vom Tisch nehmen. Wann würdest du sagen, gehe ich, Jens Sogn, nicht mehr auf die Straße, weil dann ein für mich erträgliches Maß erreicht ist? Und ich denke jetzt nicht, dass du sagst, wenn ich mir ein Schloss bauen kann. Ich habe das heute auch mit Frau Torf-Schafatzky besprochen, oder haben wir da auch gesagt, wir sind 2019 massiv auf die Straße gegangen. Damals hat sich der LSV gegründet. Das ist die Jugendorganisation, die unzufrieden war, aus einer Facebook-Gruppe quasi heraus. Es gab die Jahrzehnte vorher auch immer Bauernproteste, immer intervallmäßig, alle 10 Jahre. Mittlerweile gehen wir aber auch alle 6 Jahre, also die Intervalle werden auch kürzer, dass der große Knall kommt und die Landwirtschaft wieder unzufrieden ist. Dann hat es 2019 oder auch vorher immer Versprechungen von der Politik gegeben, sodass die Proteste wieder zurückgefahren wurden und die Versprechungen wurden nicht eingehalten, es wurde nicht gelöst. Was muss ich dir versprechen, damit du sagst, alles klar, jetzt kann ich leben und jetzt kann ich auch meinen Generationenauftrag, jetzt kann ich an meine Kinder... Es ist jetzt gesagt worden, dass bis Mitte Sommer ein Maßnahmenpaket für die Landwirte auf den Weg gebracht werden soll, was mindestens die den Wegfall der Agrardiesel kompensieren soll. Und ich habe zu Frau Torf-Schawatzky gesagt, lasst die Agrardieselgeschichte jetzt ruhen, lasst uns das und macht einen vernünftigen Maßnahmenkatalog, sodass wir im Juni sagen, so, jetzt hat die Politik ihr Wort eingehalten und jetzt ist mal wirklich was Zählbares rumgekommen, wo wir Landwirte was mit anfangen können. Und dann können wir über den Agrardiesel ohne weiteres reden. Überhaupt kein Thema. Und zwar geht es uns nicht, dass wir irgendwelche Förderung, irgendwelche Subventionen haben wollen. Sondern wir wollen leichtere Arbeitsbedingungen haben. Wir wollen den Bürokratieabbau und wir wollen vor allen Dingen wissenschaftsbasierte Politik. Es geht uns darum, dass wir wieder ordnungsgemäß arbeiten können und nicht ideologiegetriebene Vorgaben einhalten müssen. Wenn du bist im Pflanzenbereich, Gentechnologie ist eher bei den Grünen nicht en vogue. Wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister. Ja. Viele sagen aber, die Wissenschaft sagt zumindest, ein Großteil sollte man probieren, um halt resistente Pflanzen zu bekommen. Nun lebt aber eine Demokratie wie jede Beziehung von einem Kompromiss. Sagst du, man kann ja nicht mit Maximalforderungen rein und sagt, alles sollte so bleiben, wie es ist. Dann, ich komme aus der Zeitungsbranche, würde ich sagen, ja, hätte ich auch total gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde nun leider keinen Zusteller mehr, der mir die Zeitung im Briefkasten gibt. Ich muss mich bewegen und ich muss in eine Transformation gehen, muss viel ändern in dem Bereich, in dem ich, da muss ich auch Zugeständnisse machen. Ich sehe zurzeit nicht, also es kann doch auch nicht befriedigend sein für euch zu wissen, wir leben von Unterstützungen. Aber wo würdest du sagen, da wäre ich auch bereit als Landwirt, und ich glaube, du kannst erstmal nur für dich sprechen, da würde ich entgegenkommen, aber da muss im Gegenzug auch noch was anderes gemacht werden. Weißt du, wenn ich sage, naja, Agrardiesel, aber da muss was anderes kommen, das ist doch kein Miteinander, das ist doch kein Entgegenkommen. Ja, das ist doch eine Verhandlungsbasis. Wenn wir sagen, macht ein Maßnahmenpaket, wo wir Landwirte und Politik und Gesellschaft mit zufrieden ist, wo alle, dass es da auch Kompromisse geben wird, ist völlig klar, aber dass wir deutlich erkennen, jetzt meint die Politik es ernst und jetzt geht die Politik einen Weg ein, wo wir Landwirte sagen, jetzt kriegen wir wieder eine Richtung, die für uns Landwirte vernünftig ist. Und wenn das klar und deutlich beschrieben ist, dann sagen, der Agrardiesel kann dann auch gestrichen werden, weil dann die Maßnahmen da sind. Wenn wir jetzt den Agrardiesel einfach weglassen, dann wird sich bis zum Sommer politisch nichts ändern und wir werden wieder dastehen und uns wird wieder, ich meine, Agrardiesel bei uns zu Hause im Betrieb sind knapp 8.000 Euro. Das ist mehr als ein Monatsgehalt, was einfach weggestrichen wird. Das ist, wir reden nicht von Peanuts. Und wir haben keine Möglichkeiten, jetzt ad hoc auf andere Kraftstoffe umzustellen, weil der Trecker fährt nun mal mit Diesel. Es gibt noch keine tauglichen E-Trecker. Es gibt keine Trecker im großen Stile, die auf anderen Antriebsweisen funktionieren. So weit ist es leider noch nicht.
Und da muss natürlich auch ein Signal von der Politik kommen, was zum Beispiel gerade das Umweltministerium komplett blockiert, den Ausbau von E-Fuels. Wie kann ich zum Beispiel aus Biogas kann ich Treibstoff machen? Könnte ich machen. Aber es wird komplett gerade von der Politik verneint, nee, da dürfen wir nicht dran. Also das ist ein Widerspruch. Kriegt man denn die Landwirte, also wenn es da jetzt einen Kompromiss geben sollte, kriegt man euch so vereint, dass es passt? Du bist jetzt mit deiner Biogasanlage. Ja. Jetzt nehme ich mal Tierwohl-Label, könnte dir erstmal völlig egal sein. Betrifft die nicht hundertprozentig. LSV hat sich damals gegründet, auch durchaus aus Protest, weil man sich von einer Richtung nicht mehr gut vertreten gefühlt hat. Wer ist denn der Ansprechpartner, der das zusammenkriegt? Also dann gibt es einen Kompromiss, den macht jetzt der Bauernpräsident. Steht ihr denn dahinter oder sagt ihr, nee Leute, das wollen wir aber anders haben. Wer sollte denn für dich in so einem Gremium sitzen, damit es möglichst alle trifft und nicht die eine Splittergruppe jetzt das andere macht? Letztendlich muss es einen Kompromiss von den großen Verbänden geben. Es gibt die Freien Bauern, es gibt den BDM und es gibt auf dieser Linie den LSV, wobei natürlich der LSV eigentlich kein offizieller Verband im klassischen Sinne ist. Aber ihr habt euch schon Gehör verschafft. Aber wir haben uns natürlich Gehör verschafft und es gibt auch die ABL. So, und da muss dann auch, müssen die Nenner gefunden werden, womit wir denn zusammen sagen können, so, die Richtung soll es jetzt gehen. Aber es ist halt, ja. Dann kommt der Biobauer, der sagt, Leute, mich lasst ihr aber mal gerade außen vor, ich bin's nicht. Seid ihr so eine Einheit? Ja, die Biobauern sind ja an vielen Punkten genauso sauer wie wir. Nehmen wir als einfaches Beispiel die Düngeverordnung. In der Düngeverordnung stehen Sachen drin, die wissenschaftlich keinen Sinn ergeben. Die Düngeverordnung untersagt uns mehr als, es wird jetzt sehr fachlich, 170 Kilogramm Stickstoff je Hektar aus Wirtschaftsdüngern. Also Wirtschaftsdünger ist Kuh, also Mist, Gülle und auch unser Produkt, was bei der Biogasanlage hinten rauskommt, das Gärsubstrat. Ich darf nicht mit mehr als 170 Kilogramm Stickstoff auf die Fläche gehen, je Hektar und Jahr. Jetzt gibt es aber etliche Pflanzen, die brauchen mehr als 170 Kilogramm Stickstoff, damit sie überhaupt vernünftig wachsen. Gras ist zum Beispiel ein Paradebeispiel. Grünland, was intensiv ertragreich genutzt wird, braucht laut Landwirtschaftskammer-Empfehlung zwischen 300 und 340 Kilogramm Stickstoff im Jahr. Die Nährstoffe fallen im Betrieb an, weil ich die Pflanzen ernte. Die Nährstoffe sind im Gärsubstrat bei uns. Ich darf sie aber nicht aufs Feld bringen. Ich muss Gärsubstrate abgeben und muss im selben Atemzug Mineraldünger, der chemisch künstlich produziert wird, zukaufen, um die Pflanzen auskömmlich zu düngen. Und das Mineraldünger wird höchst energiezehrend produziert. Also fürs Klima, für die Umwelt und auch für den Gewässerschutz völliger Nonsens, diese Regel. Wir könnten im Geschlossenen, das haben wir von 2012 bis 2017 geschafft bei uns zu Hause, wir können im geschlossenen Nährstoffkreis arbeiten, bei uns bei der Biogasanlage. Wir brauchen keine Düngermittel zu kaufen. Und 2017 hat sich die Düngerverordnung so geändert, dass ich es nicht mehr darf. Die ist ja nicht ohne Grund verändert. Da wollte euch ja keiner was Böses. Es gab halt durchaus Werte, die gesagt haben, Leute, was da auch so alles eine Etage tiefer versickt, ist das gesund. Deutschland, es gibt die EU-Nitratrichtlinie von 1991, die muss umgesetzt werden. Und die hat Deutschland bis heute nicht korrekt umgesetzt, sie ist falsch umgesetzt. Deutschland hat sich's einfach gemacht und hat ein Messstellennetz genommen, hat 11.000 Messstellen über ganz Deutschland gesetzt, hat aber nur die 500 schlechtesten Messstellen zur EU gemeldet. Alle anderen Länder haben Durchschnittswerte von allen Messstellen gemessen. Und Deutschland hat das sogenannte Belastungsmessnetz. Erst 900, jetzt sind es knapp 600 Messstellen. Hat sich also die hohen Messstellen rausgepickt und hat gesagt, die melden wir als Durchschnittswert zur EU. Denn es ist natürlich völlig klar, dass, wenn alle anderen den Gesamtdurchschnitt melden, Deutschland wie der böse Bube dasteht. Und da steht nämlich drin, Deutschland hat das schlechteste Grundwasser. Wobei jeder weiß, in Deutschland gibt es das beste Trinkwasser der Welt. Das ist ja schon ein Widerspruch als solches. Und diese Regeln, die basieren auf falschen Annahmen. Und daraufhin sind Regeln erschaffen worden, die wissenschaftlich keinen Sinn machen. Und das ist unser großes Anliegen in vielen anderen Bereichen, dass es ganz oft zu den letzten Jahren ideologische Werte
vor wissenschaftlichen Erkenntnissen gesetzt worden sind. Jetzt, ihr fordert den Politikwechsel, den gibt's. Glaubst du, dass das mit einer anderen Regierung, gerade in diesem Bereich? Wir fordern keine neue Regierung. Wir fordern ein Umdenken der Politik. Wer es macht, ist uns eigentlich völlig egal. Wenn die Grünen sagen, na, die Ampel muss weg, klingt nach deutlich. Nein, aber das sind nicht wir. Also ich habe noch nirgends gesagt, die Ampel muss weg. Weil es gibt unterwegs genug da, die sagen, die Ampel muss weg. Wir vom LSV aus Friesland sagen überhaupt nicht, die Ampel muss weg. Sondern wir sagen, wir wollen einen Richtungswechsel in der Politik. Wenn die Grünen sagen, wir machen ein super tolles Konzept für euch, was haltet ihr davon? Dann ist das doch super. Haben wir überhaupt nichts gegen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Letzte Frage auch. Wenn wir uns in 2 Wochen wieder treffen würden oder in einem Monat, würden wir noch über das Gleiche diskutieren oder bist du optimistisch, dass es bis dahin zumindest das Gesprächsangebot gegeben hat? Ich bin da mal gespannt, wie sich dann die Gruppe der Landwirte zusammensetzt. Das wird ja auch noch spannend. Ihr müsst dann ja auch mal irgendwann was akzeptieren. Ja. Glaubst du, dass man diesen Konsens hat unter den Landwirten, dass, wenn jetzt einer sich vornehmen stellt, okay, das machen wir jetzt nicht. Mir kommt so, als wenn es so zerfasert ist. Ich denke, in vielen Punkten ja, in einigen Punkten nein. Es wird Punkte geben, da werden wir die Basis klingt immer scheiße, Entschuldigung. Der Grundstock der Familienbetriebe tatsächlich sagt, wir wollen zum Beispiel, was ganz wichtig für uns ist, wir müssen EU-weit dahin kommen, dass wir eine Art Außenschutz bekommen. Wir haben in Deutschland die höchsten Standards weltweit zur Lebensmittelproduktion. Aber andere Länder dürfen importieren zu Standards, die in der EU und in Deutschland schon lange seit 30 Jahren verboten sind. Diese Produkte dürfen in die EU eingeführt werden. Da sagt niemand was gegen. Und da ist es doch die Pflicht, dass gesagt wird, wer nicht zu unseren Standards produziert. Sag mal ein Beispiel. Also wo du sagst. Pflanzenschutzmittel. Okay. Die seit 30 Jahren in Europa verboten sind, die dürfen über die Grenzen eingeführt werden. Und das ist sogar so schizophren, dass jetzt gerade Cem Özdemir, Bayer, verbietet, Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland verboten sind, in Deutschland zu produzieren. Klingt logisch, klingt gut. Bayer geht aber jetzt nach Indien mit 4.500 Arbeitsstellen, die gehen jetzt in Deutschland verloren, produziert das Pflanzenschutzmittel weiter, weil es außerhalb der EU produziert werden darf und eingesetzt werden darf. Und die Lebensmittel dürfen nach Europa rein. Warum wird nicht knallhart gesagt, Lebensmittel, die mit diesen Pflanzenschutzmitteln gespritzt werden, behandelt werden, die dürfen nicht nach Europa reinkommen? Sagt niemand. Und Autos, als Beispiel, kommt ein Auto aus Amerika oder wo auch immer nach Deutschland und der Blinker hat eine andere Farbe, dann wird gesagt, dieses Auto muss erstmal umgebaut werden, ansonsten darf dieses Auto nicht fahren in Deutschland. Das kann ich zumindest bestätigen, weil dann hast du mir einen Schritt voraus, das weiß ich ja. So, und das ist bei Lebensmitteln nicht so. Und da muss sich jeder Verbraucher mal fragen, warum ist das so, was soll das? Warum werden wir mit Lebensmitteln zugeschmissen, außerhalb der EU hier reinkommen? Sogar innerhalb der EU gibt es Riesenunterschiede, die niemand wissen möchte. Und warum darf das? Und da muss doch verdammt nochmal auch eine Regierung darauf hinarbeiten, dass die EU endlich dort vernünftig sich abgrenzt. Es heißt kein Verbot, es heißt nicht, dass wir uns abschotten wollen und dürfen. Aber wir müssen doch sagen dürfen, bitte Sachen, die zu diesen Standards billig produziert in Deutschland reinkommen, die müssen denn zumindest so mit Zölle auferlegt werden, dass sie unseren deutschen Markt nicht kaputt machen. Weil sonst bedeutet das nichts anderes wie eine Auslagerung der Probleme. Jede zusätzliche Auflage, die uns behaftet, die Geld kostet, sorgt dafür, dass weniger produziert wird, aber wir das Problem nur außerhalb der EU verlagern, Regenwälder abgebrannt werden, um Produkte zu produzieren, die dann wieder nach Europa rein importiert werden. Klingt so, als wenn wir in einem Monat trotzdem noch hier sitzen und gerne. Das Ding nicht ausgestanden ist. In einem Monat wird das Ding nicht ausgestanden. Also wenn es Gesprächsbereitschaft geben würde, würdet ihr euch erstmal zurückziehen. Also wenn ihr sagt, wir sind da, dass man jetzt, also ich habe jetzt mitgemacht, Forderung 1 ist, Agrardieselsubvention bleibt. Mit bitte der Option, wir würden darauf verzichten, wenn ihr uns einen Weg aufzeichnet, wie wir darauf verzichten können. Genau, das wäre eine klare Forderung vom LSV aus Friesland. Und das ist auch gerade so, dass... Für den kannst du ja auch erstmal nur sprechen. Für den kann ich jetzt auch erstmal nur sprechen, logischerweise. Aber das ist jetzt eine Meinung, die wir auch noch weiter raustragen müssen. Ich hoffe, dass andere da diese Meinung auch mittlerweile haben. Weil völlig klar, wir müssen ja aus dieser Nummer auch irgendwo wieder rauskommen. Ja. Das ist ja die Kompromissbereitschaft, die müssen wir eingehen.
Es wird aber sicherlich auch so bleiben, dass die anderen Berufsgruppen weiter auf die Straße gehen werden, weil sie sagen, hier, bei uns läuft vieles falsch. Die Mauterhöhung ist nichts anderes wie eine Steuererhöhung. Und die Regierung hat gesagt, wir wollen keine Steuererhöhung. Hätte die Regierung anhand der Mauterhöhung gesagt, wir wollen knapp zwei... Die werden euch um Hilfe bitten, die werden weil uns um ihr Hilfe natürlich bitten. Mit euren Landmaschinen eine andere Präsenz habt als ja. Und der Fliegenwagen. Gerade die Maut sind über 8 Milliarden Euro, die da in Deutschland bis jetzt, wenn die neuen Regeln kommen und die Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen alle mit Maut behaftet werden, dann geht es in zweistellige Milliardenbeträge, die mehr in die Kasse reinkommen. Wenn jemand gesagt hätte, vor 3 Monaten, wir müssen jetzt 2,5% mehr Mehrwertsteuer haben, was wäre dann passiert? Ich glaube, dann wären ganz andere Leute auf die Barrikaden gegangen. Aber mit der Maut wird es gemacht, weil jeder Verbraucher erstmal denkt, oh, trifft ja die Lastwagenfahrer. Aber es kommt absolut logischerweise, es wird durchgereicht bis zum Endverbraucher. Und so wird die Maut auch runtergerechnet auf uns Landwirte, auf die Produkte, die wir einkaufen oder die wir verkaufen. Die Maut wird uns in Rechnung gestellt. Und wir können sie nicht weiterreichen. Und somit kostet es auch sehr viel Geld. Die CO2-Abgabe am Diesel kostet mich zu Hause 2.400 Euro im Jahr. Das sind ja auch die beiden Kernformen, wenn ich bei den Speditionen bin, ne? Maut, CO2. Das sind halt wichtige Sachen, die, wo wir auch sagen, da identifizieren wir uns ja auch mit. Somit würden wir dann auch mithelfen. Aber die große, wenn dieses Agrardieselpaket kommt, wird es und uns versprochen wird, dass also die Maßnahmen vernünftig angepackt werden, damit danach der Agrardiesel quasi gestrichen werden kann oder übergegangen in andere Maßnahmen, dann wird, ich denke, dass der große Bauernprotest erstmal ruht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Ergebnisse vorliegen. Plus, ihr steht für eine Demokratie. Ja. Dann sage ich natürlich auch, dann so viel Eigennutz sei jetzt auch angebracht. Wenn ich dann höre, wenn die Zeitung nicht meine Meinung schreibt, muss man sie abbestellen. Halt ich, es ist legitim, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, damit müssen wir leben. Aber ist natürlich der Schritt, der eher zu einer Antidemokratisierung führt. Also man kann froh sein, dass es noch so viele Tageszeitungen in Deutschland gibt, wie es jetzt ist. Alle, über alle Titel genommen. Und das hat es ja heute auch gebracht, auch unser Gespräch. Wir sind halt nicht dafür da, um überhaupt nicht. Und euch die Welt schön zu reden. Das ist, da vielleicht noch ein Thema dazu, das ist ein Problem, was die Social Medias mit sich bringen. Das bringen unsere WhatsApp-Gruppen mit sich. Die Artikel, wenn ein negativ behafteter Artikel ist, der nicht aus unserer Sicht ist und wo wir sagen, boah, musste man das jetzt so schreiben? Wo ich dir absolut recht gebe, ja, es beleuchtet die andere Seite. Ne? Dann ist es okay, aber es werden über die Social Medias tendenziell die schlechten Artikel geteilt und nicht die guten. Ja. Und das ist ein Fehler. Somit ist derjenige, der die OZ nicht liest, der denkt, die OZ schreibt nur Rotze. Ja. Und das stimmt, glaube ich, aus meiner Erfahrung. Ich kriege die OZ zu Hause, ohne hier Werbung machen zu wollen. Die Werbung darfst du machen. Also da ich kriege sie ja. Und wie gesagt, ich habe das schon, das meine ich auch wirklich ernst, ich habe das schon so vernommen, dass es gute Kommentare, dass es nicht so gute Kommentare oder gibt. Oder nicht Kommentare, die deiner Meinung entsprechen. Die meiner Meinung entsprechen. Aber das ist ja gerade... Aber das, wir dürfen uns auch... Als Landwirte, und ich denke, keiner darf sich in seiner Bubble einfangen lassen. Bitte, ja. Wir müssen zusehen, dass wir da auch rauskommen und dass wir rauskommen. Der gute alte Stammtisch funktioniert, weil man gegenseitig zuhört und unterhält. Wenn alle sagen, also ich finde, weiß ist eine schöne Farbe, ja, wäre das Gespräch auch schnell vorbei. Von da an, vielen Dank, dass du die Zeit heute genommen hast, sehr gerne. Zu plaudern. Wir werden das bestimmt wiederholen. Wir bleiben auch dran und werden sicherlich nicht immer nur berichten, wie es für jemanden gefällt. Das gilt aber in ganz vielen Bereichen. Schön, dass du da warst. Alle Folgen, Ein Glas mit Lars, gibt's auf allen Social Media, auf YouTube, auf allen Podcast-Plattformen und natürlich noch für die Landwirte. Wir haben ein Dossier. Ja, dafür muss man die Zeitung haben oder das Online-Abo von uns haben, wo wir alle Nachrichten seit dem 8. Januar zusammenfassen unter einem. Und wir haben sogar ein großes Landwirtschaftsdossier. Auch da lohnt sich das Reingucken. Wir berichten über Landwirtschaft im Wandel. Das machen wir schon seit Jahren. Auch da kann man sich gerne informieren. Schön, dass du bei mir warst, Jens. Ich habe mich übrigens sehr gefreut über den Eingang, dass im Hintergrund die schöne Kuh steht. Siehst du. Das ist ja schon. Gewonnen. Alles klar. Bleib gesund. Danke. Alles klar. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkumer-zeitung.de.